Und in Hamburg begrüße ich Katja Suding, Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Was ist aus Ihrer Sicht bei G20 falsch gelaufen? Ja, man kann angesichts der Tatsachen fast 500 verletzte Polizeibeamte, Dutzende von ausgebrannten Autos, Menschen, die tagelang, stundenlang Angst haben mussten, nicht aus ihren Häusern konnten, einfach nur feststellen, dass das Sicherheitskonzept einfach grandios gescheitert ist. Man hat unterschätzt, mit welcher Gewalttätigkeit die linksautonomen Chaoten und Verbrecher hier vorgehen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und dafür muss auch jemand politisch die Verantwortung übernehmen. Und das ist der erste Bürgermeister der Stadt. Nun haben vorher viele gesagt, so eine Großstadt ist der falsche Ort, möglicherweise auch der Platz mitten in der Stadt könnte der falsche Ort sein. Aber nach Hamburg wollte die Bundeskanzlerin und mit mehr als 20.000 Sicherheitskräften war es die größte Veranstaltung dieser Art seit langem. Was hätten Sie denn anders gemacht? Also ich stehe nach wie vor dazu, dass G20 ein Format ist, was sinnvoll ist, was stattfinden muss. Und das muss auch in einer Stadt wie Hamburg stattfinden können, weil es nicht sein kann, dass sich die Staats- und Regierungschefs in irgendeinen abgelegenen und einsamen Ort zurückziehen. Man muss da sein, wo die Menschen sind, wo auch Proteste möglich sind, friedliche Proteste möglich sind. Deswegen stehe ich nach wie vor zum G20-Gipfel und auch zum Austragungsort Hamburg. Aber man sieht eben an verschiedenen Stellen, und das wird aufzuarbeiten sein, dass das Sicherheitskonzept eben nicht getragen hat. Dass in der Schanze, Sie haben das eben im Film auch gesagt, über Stunden die Polizeikräfte nicht einschreiten können, weil die entsprechenden Spezialkräfte nicht vor Ort waren, die mit dem Hinterhalt fertig geworden wären. Es muss geklärt werden, wie es sein konnte, dass kleine Gruppen von Autonomen völlig alleingelassen von der Polizei durch verschiedene Stadtteile, auch an den Außenbezirken, marodierend durch die Gegend rennen konnten, Autos anzünden konnten und diese Gewalttaten verüben konnten. All das sind Fehler und der Polizeipräsident hat ja auch schon zugegeben, dass es diese Fehler gibt und die müssen eben jetzt aufgearbeitet werden. Darüber hinaus gibt es noch weitere Streitfälle, die jetzt aufgearbeitet werden, zum Beispiel den Entzug von Akkreditierungen für Journalisten. Ihr Kollege im FDP-Vorsitz Kubicki fordert dazu einen Untersuchungsausschuss des Bundestages, wie übrigens auch die Grünen. Wie beurteilen Sie diesen Umgang mit der Presse? Ja, die Pressefreiheit ist, glaube ich, eines der höchsten Güter, die wir haben, die es unbedingt zu verteidigen gibt. Und auch da ist es so, dass das unbedingt aufgeklärt werden muss, was dazu geführt hat, dass Journalisten die Akkreditierung entzogen wurden. Und da ist sicherlich ein Untersuchungsausschuss auch das richtige Mittel. Die Pressefreiheit gerade gewürdigt als Partei, die die Freiheit im Namen trägt, sind Sie ja natürlich auch fürs Demonstrationsrecht. Auch das ist ein hoher Wert. Wie gehen Sie damit um, dass radikale Schläger Demonstrationen aufmischen, die anfangs friedlich waren? Das, was da passiert ist, das, was die Straftaten, die da verübt wurden, die haben ja überhaupt nichts damit zu tun, dass man sein Recht auf friedliche Äußerung seiner Meinung kundtut. Das ist etwas völlig anderes und es ist ja auch so schade und so bedauerlich, dass die vielen tausend Menschen, die ja friedlich ihre Meinung kundgetan haben, dass all dieser Protest, für den es ja auch eine Berechtigung geben kann und muss, dass der so überschattet wurde durch die Krawallmacher und durch die Autonomen. Das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr bedauerlich. Und da haben sich viele aus der linken Szene auch, die ja auch auf dieses Demonstrationswert recht gelegt, wenn auch diese Kritik geäußert haben an G20 und an den Themen, die dort diskutiert wurden, die haben sich damit überhaupt keinen Gefallen getan. Nun passiert das alles in einer besonders sensiblen Zeit. Sie selbst sind Spitzenkandidatin der Hamburger FDP für die Bundestagswahl. Wie verändert es die Diskussion um G20, dass jetzt Wahlkampf ist? Ich glaube, man kann sich den Zeitpunkt nicht aussuchen. Wir haben jetzt die Situation. In Hamburg übrigens ist es nicht neu, dass wir über das Thema Linksextremismus reden und dass wir auch der SPD und in Zusammenarbeit im Hamburger Senat auch mit den Grünen immer wieder deutlich machen, dass sie auf dem linken Auge nicht blind sein dürfen. Wir haben viele Male härtere Konzepte gefordert, umfassendere Konzepte gegen Linksextremismus. Wir haben gefordert, dass man die Gefahr von links genauso ernst nimmt wie von rechts. Wir sind damit immer gescheitert. Sowohl die SPD als auch die Grünen, unterstützt von der Linkspartei, haben das bisher immer abgelehnt. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich zu einem Umdenken kommt. Vielen Dank, Katja Suding, für dieses Gespräch.